Hallo Leute, heute werde ich euch eine Frage beantworten, die ich mir selber vor 20 Minuten gestellt habe. Und ich habe gedacht, boah, das muss ich gleich Papa fragen gehen, um die Antwort herauszufinden, weil ich hatte keine Ahnung. Aber dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und dann hat es mir einen Klick gemacht. Oh, das ist so. Naja, jedenfalls, die Frage lautete: Was, wenn eine Person Gott bittet, mich zu ignorieren, beziehungsweise meine Gebete zu ignorieren, weil es ja in der Bibel steht, wer auch immer mich in Jesu Namen, also Gott etwas in Jesu Namen bittet, dem wird gegeben. Und wenn ich seine Person betet, ignoriere diese Person, dann ist es ja eine Bitte und dem soll das ja erfüllt werden, diese Bitte. Und ich gesagt, ja, ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil es kann nicht sein, deswegen eine Person, die Gott darum bittet, mich zu ignorieren, dass er mich dann auch für immer und ewig ignorieren wird. Und dann habe ich eine Weile darüber nachgedacht und dann bin ich zur Antwort gekommen. Und nämlich, dass es in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Und es steht auch in der Bibel, dass Gott immer gleich sein wird. Er war, so wie er gestern war, ist er heute, wird er morgen sein. Und naja, kommen wir zurück zu Gottes Liebe. Jemanden ignorieren, das ist nicht Liebe. Ich liebe jene Person, die ich ignoriere, liebe ich dann wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wenn Gott Liebe ist, ist er nicht dazu fähig, jemanden zu ignorieren. Und wenn er schon immer Liebe gewesen ist, wenn er jetzt gerade in diesem Moment Liebe ist und wenn er auch morgen Liebe sein wird, wird er sich nicht ändern. Er ändert sich nicht. Das heißt, wenn eine Person ihn darum bittet, Herr, ignoriere diese Person, kann er das nicht machen, weil das nicht Liebe ist. Das war's und ich hoffe, euch hat die Frage gefreut und die Antwort, weil ich fand es ziemlich interessant. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne irgendwie Kommentare schreiben oder an Feuersturm schreiben. Ciao!